Sonderprüfung mit 450 PS übers Eis im Audi RS4. Jetzt. Schwedisch Lappland. Ein Spielplatz für große Jungs- und Männerspielzeuge wie den Audi RS4. Rennfahrer Tim Schrick erwartet eine sehr spezielle Driving Experience. So, man nehme einen zugefrorenen See, minus 29 Grad, permanenter Allradantrieb mit einem Biturbomotor, 450 PS Audi RS4. Das ist eigentlich das, wovon man immer träumt, heimlich. Dass man in Ruhe mit einem Auto ein bisschen was rumprobieren kann. Es gibt so ein paar Dinge, die machen wirklich derbe viel Spaß und das nutzt sich auch nie ab. Und auf dem Eis rumbohren gehört definitiv dazu. Auf dem Auto sind ein paar Spikes drauf, aber nicht übertrieben, damit du hier mit 450 PS nicht zu sehr weit in dich in das Infield reinstellen kannst, weil das ja hier quasi eine Experience ist. Das heißt also, hier sind Leute, die das hier machen wollen und lernen wollen und so weiter. Deswegen hat das Auto nicht übertrieben viele Spikes. Deswegen rutscht der so schön und deswegen kann man das richtig schön zelebrieren. Ist also ziemlich geil. Oh. Überall harte Schneewände, da muss man ein kleines bisschen wach sein. Ich glaube, ich muss gleich erstmal einen Kaffee trinken. Ein wirklich sehr schön ansprechendes Auto. Der Vorgänger hatte ja noch einen V8 Sauger. Das ist jetzt ein V6 Biturbo. Der ist natürlich ein paar Kilo leichter, deswegen ist das Auto nicht so kopflastig. Der Motor ist ja einfach konzeptbedingt ja vor der Vorderachse, weil es einfach ein Allradauto ist. Du brauchst ja Platz für ein Getriebe dann zwischen den Rädern, dann ist der Motor vorne. Da hast du eigentlich ja immer das Problem, dass irgendwann die Masse halt dann doch nach außen schieben will. Das hast du jetzt hier bei dem Auto, haben sie das so gut hinbekommen mittlerweile, dass du wirklich hier, ich lenke, gehe vom Gas weg, dann dreht hinten das Heck ein. Also ein ganz, ganz logisches, kompaktes Fahren. Du hast dazu noch den Vorteil, dass du eine leicht asymmetrische Auslegung hast vom Allradantrieb. Sprich, du bist in der Kurve und gibst ein bisschen Gas, dann drehst du ihn hinten einen Ticken mehr ein, weil er da mehr Antriebskräfte hat. Dann kannst du hier in diesen Wechselkurven den von einem ins nächste und das Komische ist, dass das nie langweilig wird. Nie. Es wird nicht langweilig. Wir fahren jetzt konstant 40 auf blankem Eis, leichtes Gas. Drehst am Lenkrad, dann schiebt er vorne über die Vorderräder und das Heck kommt ganz langsam. Wenn ich das gleiche mache bei 40 und gehe vom Gas und lenk ein, kommt das Heck etwas zügiger rum. Und wenn ich das Ganze dann mit einem Gegenpendler mache, also ich gehe vom Gas, mache so und dann Gegenrichtung, dann kommt das Heck ganz hurtig. Und so kann man sich das Auto halt positionieren, um den halt so sanft surfend, leicht quer über das Eis zu fahren. Das ist schon ziemlich gut. Der bleibt dann auch da. Also da geht dann nichts irgendwann später ins Untersteuern, sondern du kannst ihn eigentlich so schon halten. Ein sehr, sehr logisches, typisches Allrad-Fahrverhalten. Das ist schon ein großes Tennis. Immer wenn du auf niedrigem Grip-Level dich mit einem Auto befasst, gewinnst du immer in irgendwelchen Situationen. Du hast hier viel mehr Zeit, die ganzen Bewegungsabläufe des Autos kennenzulernen. Und das musst du dann einfach ein bisschen schneller dir vorstellen. Und dann ist es auf High-Level mit einem Rennauto mit Slicks in etwa das Gleiche. Deswegen finde ich, Eisfahrsachen sind super für generelle Car-Control, neudeutsch. Also für Gefühl fürs Auto. Total super, weil mit niedrig Grip fängst du an, ein Auto zu verstehen. Wenn man einmal zu schnell in die Kurve reinkommt und Untersteuern hat, dann kriegt man das auch nicht so gut weg. Aber das ist quasi auch generell bei Allradlern so. Das Untersteuern ist des Allrads Tod. Du musst halt versuchen, das Auto vor der Kurve mit dem Heck schon einlenken zu lassen, damit du gar nicht erst in diese Schmach hineingerätst. Das ist halt hier auch mit Vorsicht zu genießen, weil wir überall Schneewände haben und ich generell immer Lust habe, so ein Auto unbeschadet über den Tag zu bringen. Du musst saupräzise sein, damit dir das alles vom Ablauf her gelingt.
Wenn du den einmal ein bisschen verpennt hast oder zu früh Gas gegeben hast, dann bist du in so einem Untersteuern drin. Wenn man die Bremse leicht antippt, also wirklich nur so streichelt, ohne dass es das ABS angeht, dass es dann auch noch mal begünstigt bekommt, das Heck eindrehen. Selbst wenn du das Gefühl hast, du bist ein bisschen zu schnell und du näherst dich der Schneewand an, dann leicht die Bremse anlegen, dann kannst du den Radius entspannt noch mal verkleinern, obwohl du auf Glatteis unterwegs bist. Ist also wirklich super neutral gemacht, das Ganze. Er geht dann so über alle Viere, also ist nicht übertrieben untersteuernd, sondern wirklich kompakt ausgelegt, das Ganze. Alles in allem macht das hier richtig, richtig Bock und das Ding klingt auch gut und verhält sich gut und passt super. Mit diesen nicht besonders langen Spikes auf dem Eis hast du auch nicht zu viel Grip, sodass du auch wirklich sauber fahren musst, damit das funktioniert. Also ich finde, es hat eine super, ist ein super Erlebnis, macht richtig Bock. Vor allem, wenn man den so hält und die Lenkung einfach gerade lässt, das ist so, so schön. Ach, so ein langgezogener Allraddrift, das zählt zu den Dingen, die man fast nicht toppen kann.